Danke, ciao. Moin zusammen, wir gehen jetzt in einen 5,55-fach und der ist folgendermaßen. Ich habe die Grace Period auf 0 gestellt, Medium Hiding Spots, wir können sprinten und der Summoning Cycle ist an. Das machen wir einfach nur, um Geisterfotos zu farmen. Okay. Die Aufgaben passen ja auch. Ja, ich meine, wir tun es sowieso immer den Aufgaben anpassen, ne? Also bei Graften ist das Summoning Cycle oben in diesem kleinen Ah, Lagerbereich. ich weiß. So, wir bereiten kurz vor. Okay, also Küken macht sich zur Aufgabe, den Knochen zu suchen. Ich werde hier alles aufbauen und schon mal nach dem Summoning Cycle schauen. Nee, der Sessel ist nicht verfügbar. Ich gucke mal, ob hier der Schrank direkt ist. Das wäre natürlich sehr praktisch, wenn wir hier beim Summoning Cycle den Schrank haben. Hiding Spots sind auf Medium, also so wie wir sonst auch immer spielen. Wir haben hier oben den Schrank beim Summoning Cycle, also das ist sehr praktisch. So. Packe ich auch schon mal alles hier. Ich bringe dann schon mal alle Items zum Summoning Cycle rüber. Wir müssen eben schauen, dass wir jetzt auch die Sanity eben erhalten. Ne? Das darf jetzt nicht direkt in den Geisterraum. Wir nehmen die Sanity-Pillen mit für nachher. Also nicht wo der Summoning Cycle ist. Aber ich kann es hier hin tun, damit einfach nur der Schrank ein bisschen abgedeckt ist. Dass der nicht direkt auf uns da hantet. So, die kommen hierher. Dann können wir hier einmal die hin tun. Salzfotos können wir ja ganz easy machen, ne? Ich ging da gerade eine Tür irgendwo. Also das Ziel ist, der ist hier unten irgendwo. Hat gezählt. Siehst du was? Tue ich hier mal einen Kruz hin, dass der uns jetzt hier nicht direkt auf der Nase hantet. So, die Smudgies, einen Sensor. Wir bauen das mal kurz auf, dann seht ihr gleich, wie das aussieht. Okay, hast du alles Also was bereit? immer hoffen. Ja. Okay, ich mache die erste an. Denk dran, ein Stück wegzugehen, dass deine Sanity nicht mit weggeht. So. Okay, kannst näher kommen? Gesmatcht bei 2,40, sagen wir mal. Klingt normal. Okay. 13, 14, 45. Er kommt noch mal hoch. Wegen Juckeltest. Ja, ist unten, ne? Na, schade, hat gerade aufgehört. Also, auf jeden Fall was mit normaler Geschwindigkeit. Ist er ins Salz getreten? Warte mal, es ist ein Wraith. Guck mal, das Salz ist unberührt. Okay, das heißt, wir müssen einfach nur Laternen da unten hinschaffen. Da unten ist ein Kruzifix. Und einfach nur die ganze Zeit Laternen und Kruzi fotografieren. Und vielleicht diese EMF-Teleport-Interaktionen dann. Ich bring mal noch die anderen Laternen. Ja, ich meine, Kiki ist ja da AFK, das heißt, durch sie verlieren wir ja nicht viel. So, ich nehme noch mal Pillen. Ich glaube, der Strom ist aus. Wo war der noch mal? Haben wir denn das T3 EMF? Ich hole das mal. Das T3 EMF liegt oben.
Ja, ich hole das mal kurz nach unten hin. Wegen den Teleportationen, weil die kann man nämlich auch fotografieren. Ist da unten noch eine Fotokamera, eine extra, oder hast du keine? Okay, ja, falls, je nachdem, zu wem der sich teleportiert, weißt du? Okay. Ich halte dann hier still, dann sagst du Bescheid, wenn von meiner Stelle ein Reading kommt und wenn von deiner Stelle eins kommt, dann kannst du deine Stelle fotografieren. Ist ja cool, wir haben schon wieder mein Stimmt, das ist ja Lieblingsgast. mein. So, wir müssen noch das hier machen. Willst du die machen oder soll ich? Okay, dann mache ich die. Okay, wir müssen jetzt nur stillhalten wegen dem Teleport. Ich gehe das machen. Oh, das war zweimal, oder? Ja, hab alle drei. Danke, lieber Geist. Ja, die 25% Aufgabe. Ich glaube, die können wir aber schaffen, selbst wenn Kiki die ganze Zeit 100 hat, oder? Wenn wir beide auf 0 sind, dann müssten wir das Okay, doch runterkriegen, ne? das ist halt 33% im Schnitt dann. Ja, Das es ist bleibt dann auf 30 hängen, ne? 28. Das heißt, du müsstest Ja. Kiki da kurz mal reinbringen. Kannst du an ihren Laptop gehen und sie kurz da oben ins Versteck hocken und dann kannst du ja mit ihr dann da reingehen. Welches Versteck ist denn sicher, wenn man nichts irgendwie gedrückt halten muss? Oder ich lieg einfach in den Schrank und dann gehe ich da beim Hand mit rein und dann Genau. sind wir dabei. Okay, warte mal. Genau das Okay, meine ich ja. dann. Genau. Ich bleib hier unten stehen, dass der Geist nicht auf dumme Gedanken kommt. Ach ja, nimm mein EMF mit hoch. Kannst ja gleich mit Kikis Charakter, kannst du gleich ein EMF mit hochnehmen, da, dass ihr wisst, wenn der Geist da ist. Okay, wir bereiten das kurz vor. Bis gleich. Oh, hallo, wer ist denn hier? Hallo, Kuckuck. Kuckuck. Ich schmeiß dir die Sanity da ins Versteck für später. Wie der jetzt gerade hier hochkam, ey. Das war jetzt witzig, ey. Hihihi. Lustig, lustig. Ja, dann kannst du ja nachher im Truck gucken, wenn die Kiki unter 50% Sanity gegangen ist, kannst du sie dann rausbringen. So, wir sind hier alles gerade am Managen. Oh shit, der huntet gerade. Mamas Schrank und halt die Tür für sie zu. Ich renne. Der hat unten angefangen zu hunten. Wo ist Kiki? Hier ist Kiki. Ich muss nämlich die Tür zuhalten, weil sonst tut es keiner. Okay. Oh, danach tue ich schnell die Mutter rausschreien. Ich weiß nicht, ob das out of range war. Okay. So, ich nehme jetzt das Kurzi. Packe das unten hin. Ich habe das Kurzi runtergeworfen. Ich glaube, der Smart Train hat ihn nicht erwischt. So, okay. Bei einem Wraith ist es eben immer wichtig, wenn die Sanity runtergeht, dass man immer ein Kurzi in der Hand hat, wenn man solche Aktionen macht, dass nichts passiert. So, können wir das wieder hier. Ich tue das wieder ins Inventar. Das hebe ich mir für einen Notfall für später auf. Und er kann das andere ja gleich mitbringen. Okay, ist die Aufgabe erledigt? Okay, perfekt. Ja, ist sie. Okay, dann können wir ja eigentlich schon fahren. Ich versuche mal rauszukommen. Ja, dann trag ihn schnell ein.
Tja, und er macht ein Licht wieder an. Lustig. Ich nehme mal alles mit, was leuchtet. So. Okay, dann bauen wir mal kurz was auf. So, das haben wir jetzt aufgebaut. Da hast du deine Dots. Ach ja. Ja. Fahren wir mal mit Wraith. Okay, Abfahrt mit Wraith hast du auch bei dir eingetragen, ne? Ja. Okay, dann Abfahrt. So, hatten wir einen Easy Wraith gehabt. Ist auch noch ein Perfect Game. Dann gucken wir mal, welche Map als nächstes kommt. Das ist lustig mit den Fotos, ey. So, Wraith, Perfect Game, Easy Peasy. So, das hier sind die Stats. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.